Meine Damen und Herren, in diesem Video wie in weiteren Videos wollen wir uns jetzt einmal um ein typisches nachbarrechtliches Sommerthema kümmern. Warum Sommerthema? Ganz einfach. Im Sommer sind wir draußen. Im Sommer sind wir auf dem Grundstück. Im Sommer schauen wir näher, was die Grundstücksgrenzen unseres Nachbarn, insbesondere im Hinblick auf die Grenzeinrichtungen, Zäune, Hecken, sonstige Bepflanzungen, vor allen Dingen, was die Grenzabstände dieser Pflanzen, das Wachstum der Pflanzen ausmacht. Dazu heute ein frisches Urteil des Oberlandesgerichtes Zweibrücken, das ich mal so ein bisschen mit dem etwas vollmundigen Satz zusammenfasse. Nachbar, halt die Klappe. Was ist passiert? Ich bin jetzt mal einer der Nachbarn, dann kann man es einfacher erzählen. Auf meinem Grundstück steht eine Thuja-Hecke. Die ist auch recht hoch, aber die steht voll auf meinem Grundstück. Die Zweige dieser Thuja-Hecke ragen auf das Grundstück meines Nachbarn. Das passt dem Nachbarn nicht. Es gibt Streitigkeiten, schneid ab oder ich mache selbst. Nein, will ich nicht und versetzt die Hecke. Nein, kann ich nicht, dafür steht sie schon zu lange. Ja gut, dann kürze sie in der Höhe, das übliche Programm. Irgendwann, meine Damen und Herren, reicht es mir. Also ich bin, wie gesagt, jetzt verfahrensbeteiligter nur für diesen Film. Irgendwann reicht es mir und ich sage Schluss aus, Hecke weg. Ne? Ich mache einen Radikalschnitt auf meinem Grundstück und die Hecke ist ersatzlos atomisiert. Jetzt kommt mein Nachbar und sagt, bist du irre? Jetzt kannst du mir aufs Essen gucken, jetzt kannst du mir beim Baden zugucken, wenn ich in meinem Swimmingpool bin. Jetzt kannst du uns beim Sonnen betrachten, das geht ja überhaupt nicht. Der Sichtschutz, den ich durch deine Hecke hatte, der ist jetzt weg. Und was macht der? Der verklagt mich. Der verklagt mich auf Schadenersatz bzw. auf Wiederherstellung einer dichten Hecke gleicher Art und gleichen Wachstums. Genauso der Fall, gegen den er vorher so gewettert hatte. Interessant, aber so sind die Menschen. Gut, was hat das OLG Zweibrücken geantwortet? Wie ich schon sagte, Kläger, Nachbar, halt die Klappe. Warum? Du, Nachbar, hast mit der ganzen Angelegenheit 0, nichts zu tun, wenn die Hecke voll auf dem Grundstück des Beklagten steht und der nur auf seinem Grundstück sein Eigentum, also sein Eigentum an der Hecke, gestaltet, indem er dieses Eigentum eben wegnimmt, verändert. Wenn das eine gemeinsame Grenzeinrichtung wäre, also wenn Stämme der Hecke auf deinem Grundstück austreiben würden oder auf der Grenze auftreiben würden, dann hättest du ein Wort mitzureden. Ist aber hier nicht der Fall. Nein, die Hecke stand nur auf des Nachbarn, des beklagten Nachbarn Grundstück. Und dadurch eben hatte der Kläger nichts damit zu tun. Jetzt sagt er, ja, aber wie ist denn das? Die Zweige im Luftraum, die sind doch übergewachsen. Und da sagt das OLG Zweibrücken völlig zu Recht, das hat mit Eigentumslage überhaupt gar nichts zu tun. Die Eigentumslage bestimmt sich nur danach, wo es aus dem Boden austreibt, also an den Stammeswurzeln. Richtig so. Wenn die Zweige in den Luftraum gehen, hat das ganz andere rechtliche Konsequenzen. Nämlich die Möglichkeit, an der Grenzlinie abzuschneiden, entweder als Anspruch gegen den Pflanzeneigentümer oder aber nach Ankündigung auch von seinem nachbarlichen Selbsthilferecht, dann greife ich selbst zur Schere, Gebrauch zu machen. Ob das klug ist, immer ist eine andere Frage. Hier geht es jetzt nicht darum, sondern eben nur um diesen Fall. Meine Damen und Herren, weitere Fragen in weiteren Videos zu Grenzeinrichtungen als Sommerthema. Wenn Sie Spaß dran haben, wenn Sie interessiert sind, freue ich mich. Dann teilen Sie uns, abonnieren Sie uns oder am besten bleiben Sie gleich hier. Sie aktivieren vielleicht auch das Button mit dem Glöckchen. Dann werden Ihnen diese neuen Filme automatisch angeboten. Für heute vielen Dank und einen schönen Sommer.